Evolution. Grüßt euch und willkommen. Ja, die einen wissen es, die einen wahrscheinlich noch nicht. Ich habe es ja im Livestream ja schon mal erwähnt. Ich wollte es eigentlich nicht verraten, aber ich konnte es halt nicht für mich behalten, Freunde. Und ja, für diejenigen, die es nicht wissen, wir sind Twitch-Partner geworden. Ne? Erstmal ein ganz großes Lob an die Community. Sie hat es geschafft, hier das Ganze mal zu meistern. Einfach mal, dass wir, sag ich mal, die Sub-Vorteile haben. Was für Sub-Vorteile das sind, erwähne ich jetzt mal ganz kurz, was das überhaupt ist für die Leute, die sich da jetzt gar nicht auskennen und sagen, hey, was ist das jetzt, was daran so besonders? Ganz einfach. Erstens, warum ich überhaupt sowas als eine Bewerbung geschickt habe, war eigentlich wegen den Source-Button. Ne? Öfters fällt halt der Stream mal nieder, das heißt, ein kleiner Reconnect findet statt oder sonst was und ja, dann fehlt halt der Source-Button, falls ich den davor hatte. Das heißt, viele Leute konnten den Stream halt nicht schauen auf der guten Qualität und so ein Kram. Einstellen geht ja gar nicht. Nicht jeder hat die perfekte Leitung. Des Weiteren gibt es ja immer diese Zwischenloads. Wenn der Source-Button kommt oder halt verschwindet, dann reloadet das Ganze. Und dann wiederum gibt es auch wieder Leute, die haben dann Black Screen. Das ist leider, nee, zum Glück Geschichte, Freunde. Denn der Source-Button ist für immer da. Das heißt, immer auf der besten Qualität wird erstens auch gestreamt. Zweitens, für jeden ist es jetzt jederzeit möglich, die Einstellung zu ändern beim Source-Button. Ne? Jegliche Art, wie deine Leitung ist, kannst du das halt umändern. So, was für Vorteile gibt es noch? Ganz einfach. Wir können unsere eigene Smileys bzw. Emotes kreieren. Anfangs sind das nur zwei. Das hängt davon ab, wie viele Leute subben. Da gibt es eine Staffelung. Die werde ich aber im Stream euch mal verraten. Also ich glaube, wenn man 200 Subs hat, habe ich irgendwie überschlagen. 200 kriegt man 8 Emotes. Sind das 250, kann man 10 draus machen. So ungefähr. Aber das kann ich ja auch im Livestream noch sagen. So wichtig ist das, sage ich mal, jetzt erstmal nicht. Ja, generell hat jetzt jeder die Möglichkeit sozusagen, mich zu abonnieren. Das heißt, wenn dir der Kanal gefällt und sagst, wow, mir gefällt der ganze Kram hier, ich behalte das gerne im Auge, ich möchte den Kanal auch unterstützen irgendwie, dann darfst du dich auch ruhig trauen, den Sub-Button drauf zu klicken, also drauf zu drücken. Das ist dann möglich. Das ist jedem selber überlassen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir die Partnerschaft haben. Die bewirkt auf jeden Fall mehr als nur der Button. Das heißt, wir werden auch besser eingestuft in Videos, in Sachen. Manchmal landen wir vielleicht auf der ersten Homepage, je nachdem, was für eine Zuschauerzahl wir haben. Kann es auch möglich sein, den Twitch-Partner und so ein Kram. Ne? Generell kann man jetzt auch Sponsoren ins Boot mitnehmen und sagen, hier mal zu, wir sind Twitch-Partner, was ist denn hier los? Mach mal die Bude klar hier, ne? Ja, das wird auf jeden Fall spaßig, das Ganze. Ja, falls ihr da Fragen habt, einfach an die Moderatoren sich wenden im Livestream oder an mich selber, dann werde ich das nochmal erläutern. Aber ich wollte eigentlich kein Infovideo machen zum Twitch-Partnerschaft oder sonst was. Nein, ich wollte eigentlich eine Ankündigung machen. Und zwar, da wir halt Twitch-Partner sind, wird's jetzt auch einen kleinen Sonderstream geben, und zwar ein Feierstream. Die Twitch-Partnerschaft werden wir somit dann feiern. Sowas muss gefeiert werden. Ich bin halt keiner, der so 10.000 Abonnenten-Special gemacht hat oder so ein Kram. Oder halt 1.000 Abonnenten oder 5.000. Ja, das ist so, ja, kann man machen, aber muss man nicht. Ne? Also, das ist aber auf jeden Fall ein Highlight, denn hier bist du schriftlich in einer Partnerschaft eingegangen und das muss auch gefeiert werden, Freunde. Ne? Das heißt, der Sakati haut ein 16-Stunden-Stream am Samstag. Und zwar diesen Samstag gibt es einen 16-Stunden-Stream. Also am 27.02. gibt es einen 16-Stunden-Stream von 12 Uhr morgens bis 4 Uhr morgens. Also 12 Uhr morgens meine ich jetzt wirklich, du stehst auf, Käffchen trinken, frühstücken, 12 Uhr ist der Stream dann an und dann bis am nächsten Tag, Sonntag um 4 Uhr morgens geht der Stream. Oh ja, da wird's richtig durchgerockt. Aber was spielen wir? Was spielen wir? Ganz einfach, Freunde. Ganz ehrlich, was willst du denn Samstag spielen? Ja, auf jeden Fall die erste Gen, weil der Release ist ja da, ne? Samstag werden halt die ersten Gens als virtuelle für die virtuelle Konsole auf der hier auf den 3DS freigeschaltet. Das heißt, man kann sich das Ganze runterladen. Und zwar rot, blau und gelb. Die Japaner können auch grün, sag ich mal, spielen. Aber wir nur die drei. Das heißt, wir werden die gelbe Edition spielen. Das heißt, ich werde es mir runterladen. Für 10 Euro kann man das im Store runterladen, im Nintendo Store.
Also nur so zur Info. 10 Euro kostet der Spaß. Jeder von euch kann es auch holen. Das heißt, ihr könnt mit mir zusammen diese Edition spielen. Aber wir werden nicht nur die gelbe Edition spielen. Nein, wir werden auch Shiny hunten. Wir werden auch Shiny hunten. Das heißt, Shiny hunten, gelbe Edition und Wundertausch. Multi-Battles und Kartengedöns machen wir dieses Mal nicht. Das sparen wir uns auf für den 15-Stunden-Stream, der VIP-Stream sozusagen. Der kommt ja auch bald, das machen wir dann das Ganze. Aber für diesen Tag machen wir auf jeden Fall diese drei Dinger. Und zwar, da sind wir auf jeden Fall ganz gut dabei, wegen halt auch mit der gelben Edition. Da wollen wir auch schon mal ein bisschen was rocken. Das heißt, gelbe Edition wird gespielt. Shiny Jagd auf verschiedene Editionen, je nachdem, was ich jagen möchte mit euch. Und natürlich auch Wundertausch. Extra Special Boxen werden rausgeballert, Freunde, für euch. Wir feiern sozusagen den Sub, beziehungsweise die Partnerschaft. Und ja, ich bin auf jeden Fall, also wir haben es erreicht, alle, nur so zu Info. Ich sag bewusst immer wir, weil ich kann schlecht sagen ich. Denn würde ich nur einen Kanal aufmachen und mich selber unterhalten und mich selber, dann wären wir jetzt hier gar nicht hier am Start. Ne? Deswegen finde ich die Sache richtig cool, dass wir am 2016 hier direkt mal richtig losstarten können. Und als Highlight haue ich jetzt einfach mal einen 16-Stunden-Stream raus. Das ist der allererste 16-Stunden-Stream. Wir wagen uns, eine Stunde länger wach zu bleiben. Oha. Ne? Also, seid auf jeden Fall Samstag bereit. Ihr habt ja noch ein paar Tage Zeit, euch mal ein bisschen vorzubereiten, einkaufen etc. Und denkt dran, wie immer gilt auch hier beim 16-Stunden-Stream Double S-Coins und Double Quest-Coins, also Quiz-Coins. Die zwei Sachen werden verdoppelt. Generell wird das VIP-Modell jetzt ein bisschen anders umgestaltet, denn ja, es kam ja noch das Sub-Gedöns. Das heißt, ein bisschen umgestaltet wird das, aber nur im Positiven für euch, nicht im Negativen. Deswegen, ja, seid gespannt, was sich da noch ändert, sage ich mal, im Laufe der Tage noch. Aber auf jeden Fall behalten wir das Datum im Auge, und zwar Samstag, der 27.02.2016. Twitch-Partnerschaft Party! Ne? Und das 16 Stunden lang. Mit Pokémon Gelbe Edition aus der virtuellen Konsole, was man runterladen kann. Ab dem 27. ist das möglich für 10 Euro. Zusätzlich dazu spielen wir, werden wir Shiny Hunting machen. Verschiedene Methoden, vielleicht Massenbegegnungen, Fischen oder sonst was. Dexner wir vielleicht auch. Wir haben viel Zeit. Und Wonder Trade. Das wird auch rausgeballert. Schöne Boxen auf jeden Fall. Ja, denkt dran, noch dazu, wie gesagt, doppelt S-Coins, doppelt Q-Coins, und da seid ihr schon am Start. Und dann war es das erstmal mit diesem Info-Video, Freunde. Wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Alle Daten findet ihr auch hier unterm Video. Den Livestream, die Homepage, Twitter, Facebook, alles drum und dran findet ihr unterm Video. Ja, falls ihr Fragen habt, einfach unterm Video auch schreiben, dann wisst ihr Bescheid. Und jo, dann bis später, bis nachher, sonst wie. Hauste. Bis dann. Ciao.